Ich habe gestern, haben wir Finn zu 23 dann geschickt in Vorbereitung auf das Spiel, weil das Sinn macht. Dass er da ein, zwei Tage auch mit den Jungs trainiert und für das Spiel. Und ja, war einfach wirklich auch ein besonderer Moment und wird auch Samstag ein besonderer Moment sein, wenn er dann wieder auf den Platz kommt, weil jeder, der Finn die letzten Monate erlebt hat, weiß auch, dass er wirklich gelitten hat. Und dementsprechend freuen wir uns alle sehr, dass er wieder so weit ist. Und es ist jetzt wirklich die finale Phase, ne? Also er wird definitiv spielen am Samstag, wenn jetzt bis dahin nichts dazwischen kommt. Wenn Sven Hübscher der Meinung ist, dass die Qualität reicht, dann wird er ihn aufstellen und dann schauen wir uns die Woche an. Nächste Woche gegen Schalke wird er noch kein Kandidat sein. Das ist eher wahrscheinlich, dass er dann noch ein Spiel macht in der U23, weil wir jetzt halt auch wirklich da nichts überstürzen wollen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gestern mal ganz kurz für mich innegehalten und überlegt, ob ich nicht unvernünftig bin und ihn bei uns schon in den Kader nehme, weil das, was er im Training zeigt, ist schon, gibt mir großen Anlass zur Hoffnung, dass er auch sehr gut wiederkommt. Das, was ich ja auch immer gesagt habe, letztendlich ist es egal, wann er wiederkommt. Hauptsache, er kommt richtig wieder. Und ich glaube, das können die Jungs auch bestätigen. Es ist immer noch nicht so schön, 1 gegen 1 gegen ihn zu spielen. Also, wenn man Verteidiger ist. Und dementsprechend ja, bin ich sehr optimistisch, dass wir spätestens nach der Länderspielpause dann auch wieder über Finn Bartels im Weserstadion und im Kader der Profis reden. Und ja, freue mich sehr für ihn, dass das diese Leidenszeit am Wochenende ein Stück weit zu Ende geht.